Kam ein junger, großer, schwarzer Mann in meine Galerie. Ich war gerade beschäftigt mit Kunden und die Malin, meine Assistentin damals, hat mit ihm gesprochen. Und nach einer Weile, nach etwa einer halben Stunde, sagt sie mir, das ist ein junger Künstler, ich glaube, du solltest mal mit ihm reden. Und da muss ich sagen, als ich die Dokumentation seiner Arbeiten gesehen habe, dann musste ich sagen, wow, das ist wirklich überwältigend, was er macht. Ja, und so kam es eigentlich, dass ich ihm gesagt habe, ich hätte Lust, mal ein paar Bilder von ihm zu bekommen und zu sehen, wie mein Publikum, meine Leute darauf reagieren. Seine charismatische Ausstrahlung. Das ist, ich muss sagen, es war einzigartig. Einen jungen, hochbegabten, talentierten Mann zu sehen, der nicht nur sehr gut malen kann, sondern auch schreiben kann, sich mitteilen, ausdrücken kann und das war für mich so eine Freude zu sehen, dass ein junger Mensch einfach so, mit so einem Package, wie man sagt, auf dieser Welt ist und das auch zum Ausdruck bringen kann. Die Ausstellung schlussendlich, die Resonanz beim Publikum war, ich würde sagen, großartig. Wir haben nach relativ kurzer Zeit viele Bilder verkauft. Sodass dass ich ihm gesagt habe, komm, schick mir noch weitere Bilder. Und dann kam er wieder in die Galerie und fragte mich, könnte ich denn mal in der Galerie malen? So entstand die Idee überhaupt mit dem Malen in der Galerie. Ich habe das bisher noch nie praktiziert. Habe ich gedacht, naja, warum nicht? Einfach probieren. Meine Devise, probieren geht über studieren. Und so kam er in die Galerie, in diesen Raum und fand dieses Licht und den ganzen Kontakt zur Straße und zum Publikum, das hat ihn irgendwie fasziniert. Dann hat er hier in dem Raum seine große Leinwand ausgebreitet und zwei Tage lang gemalt und dieses Bild, was jetzt da hinten hängt, hinter mir, das ist schlussendlich das Resultat einer zweitägigen Arbeit. Und so entstand auf einmal die Idee, warum nicht in einem Raum nebenan zum Beispiel hier ein Live-Atelier zu machen während einer gewissen Zeit. Ganz besonders und faszinierend war, ihm zuzuschauen, wie er malte, wie die Leinwände entstanden. Er hat drei, vier Leinwände, große, auf dem Boden ausgebreitet. Eine hing oder zwei hingen an der Wand. Und da kam die Tube ausgedruckt und ein bisschen Farbe da, ein bisschen Farbe dort, mit dem Lumpen hin und her. Eine Leinwand, zweite Leinwand, dritte Leinwand. Das war so ein Fließen, ein Arbeiten von einer Leinwand zur anderen und dann wieder Pause, dann wieder Meditieren
Aber ganz besonders war zu sehen, so die Leichtigkeit, wenn er beispielsweise die Leinwände wie die kleinen Formate mit den Figuren, mit den Gesichtern gemalt hat, zu sehen eigentlich die Virtuosität in der Strichführung, die Virtuosität in der Pinselführung, die einfach stimmt. Also es ist nicht ein Probieren, sondern es ist einfach, wie wenn seine Hand von irgendeiner anderen Hörer nachgeführt würde und der Strich stimmt einfach. Und das ist, ich muss sagen, das ist eine absolute, ja, was soll ich sagen, ein Geschenk, was man hat, was man bekommt, was nicht jeder Künstler hat. Sehr viele müssen sich erarbeiten, aber er hat nicht nur die Begabung mitbekommen, sondern er hat auch den notwendigen Ehrgeiz, den Fleiß, die Arbeit, um, ich würde sagen, auch erfolgreich weiterarbeiten zu können.